Nein. Nicht Anna. Der geht doch jetzt auf Anna los. Nein. Fass sie nicht an! Nein! Bitte nicht! Nein! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Lara! Aufhören, ich weiß nicht, wo sie ist! Sag irgendwas. Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Was? Du. Nein. Du gehörst zu denen. Ernsthaft? Ich glaub das einfach nicht. Du. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Mhm. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Forget it. Niemals. Denk darüber nach, Lara. Nein. So abfällig, wie die gerade über ihren Vater gesprochen hat. Niemals. Boah, das hat mich gerade echt überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Vorbei! Bastard! Komm schon, wir werden nicht Lara Croft. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Können wir dem vielleicht helfen? Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Er ist vom Trinity-Orden geschnappt worden, also er hat es verdient, dass er zu uns rauskommt. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ach. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Mhm. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Wir sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Das hatte die unter ihrem Outfit? Also... Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Aber erstmal können wir das da angrabbeln, oder? Das ist doch heiß. Ist das nicht heiß? Offensichtlich nicht. Es gibt hier keine Heizung. Was genau haben Sie damit vor? Ich schlag das Ding hier ein. Sobald ich es weiß. Vorsichtig.
gar nicht laut. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ja, aber er doch auch. Da passen wir durch. Au. Haben wir hier unser Zeug wieder? Alles? Oh. Endlich, ein Seilpfeil. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Recurve-Bogen. Seil. Gut. Nicht das Schlimmste. Ich will hier drin nichts übersehen. Und wieder zurückdrücken. Mit meinem Bogen am Rücken geht's einfach. Rechte Maus zu ziehen und linke Maus, das ist Seilzug. Keine Aufmerksamkeit erregen. Nutzen Sie den Seilpfeil, um Feinde oder in Seil gewickelte Objekte heranzuziehen. Ich kann Feinde heranziehen. Ja, aber wenn ich die Tür jetzt... Wir suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Hat geklappt. Können Sie da raus? Ja, aber das war ziemlich laut. Das war laut. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Jetzt komm schon, lass ihn raus. Ich traue ihn nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Jetzt lass ihn raus. Ich zweifle nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Wir müssen ihm ja nicht gleich blind vertrauen. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Hat er böse geguckt oder hat er gerade neutral geguckt? Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ja, aber jetzt warte doch, jetzt rennt der los wie ein Bekloppter. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Wahnsinn, wie man so verblendet sein kann. Es könnte ja sein, dass da in seiner Zelle was Tolles drin war. Was er nur nicht erkannt hat. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Das sieht aber relativ schick aus. Okay, 1942. 1942 mit einem Pferdchen. Das waren aber nicht die Waffen von dem Krieg. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Also, dass er uns das jetzt nicht direkt gesagt hat, ist irgendwo klar, oder? Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Du
Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Meine Zeit bei den Crofts. Das heißt, dass sie sowohl davor schon zum Trinity-Orden gehört hat und sie hat sich dann tatsächlich... Also jetzt mag ich sie ja noch weniger, weil das würde ja bedeuten, dass sie während der ganzen Beziehung eigentlich schon ja mit, naja, erfahren wollte wahrscheinlich, was es denn jetzt mit dieser Unsterblichkeitsquelle auf sich hat. Hat sie ihn geliebt, aber eigentlich war das nur eine Zweckbeziehung? Also hat sie sich aus Versehen verliebt sozusagen? Hat sie ihn denn auch wirklich geliebt? Ich meine, sie scheint ihn ja relativ schnell jetzt wieder losgelassen zu haben. Andererseits ist der Vater auch schon ein bisschen tot. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange schon. Aber doch ein bisschen. Hier geht's raus. Nein, wir gucken erstmal, was der tolle Projektor hier zu bieten hat. Hier war vor kurzem auf jeden Fall noch jemand, weil da qualmt noch die Zigarette. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Er läuft ein bisschen robotermäßig. Können wir hier noch weiter gucken, oder? Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ja, also das ist ja wohl die Prophetenstatue, die sie offensichtlich, naja, abgerissen haben. Okay. Gut, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ganz kurz nochmal gucken, aber ich glaube, hier habe ich alles. Draußen sollten wir uns auf jeden Fall wieder was Wärmeres... Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und, was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Okay. Wir müssen was Wärmeres anziehen. Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimischen? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gestellt. Frau, sie hat Ist der andere denn auch so sportlich wie wir? Was liefern die denn da? Bleiben Sie hier. Oh ja, Almighty Lara macht das ganz alleine. Natürlich. Okay. Moment, ich hab's gleich. Massig Pfeile haben wir da, glaube ich, gerade aufgehoben. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Da ist eine Sprenglampe. Bevor der Sturm losbricht. Da ist. Keine Ahnung. Was das da ist. Wir haben keine Pfeile, aber jetzt haben wir Pfeile. Ach, wir haben Holz aufgehoben. So, das sollten aber erstmal genug sein. Hier hätten wir rein theoretisch Holz. Können wir den denn... Ich meine, es ist ziemlich weit. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus treffe, also sicher treffe. Geh mal hier hoch.
Hoffnung, dass uns hier keiner sieht. Verdammt, steckt arschkalt hier. Okay, ihr guckt uns nicht an. Schneller. Total verschmort. Fast geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Ich meine, das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Die Einheimischen? Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. Oh, da drüben ist auch einer. Aber da komme ich nicht hin, ohne dass er mich sieht. Das heißt, ich müsste ihn fast von hier aus hoffentlich lautlos erschießen. Und den Typen, der hier schweißt, das müsste eigentlich auch gehen. Ja. Dann haben wir nur noch den, der da unten patrouilliert, der hinten patrouilliert und die zwei da unten. Wobei die zwei da unten müssten rein theoretisch, da war doch irgendwo so ein Sprengdingsi. Laterne. Kann ich die Laterne? Oh, da unten sind auch noch welche. Haben die mich gesehen? Kommen die hier hoch? Wenn ja, sind wir am Popo. Weil ich glaube nicht, dass wir eine... Doch, wir haben eine Schusswaffe aufgehoben, aber wir haben keine Munition dafür. Oh, er kommt hier hoch. Beide? Nichts. Geh wieder zurück. Hier ist der Punkt. Bleib wachsam. Kontakt, hab sie! Was? Duck dich! Oh oh, na, haben wir dafür Zeit, Lara, ihn hier so niederzuringen? Oh! Er verbrennt. Halt doch still! Ihr Bastarde! Ja, du hast mich getroffen, aber es hat nicht gereicht. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schüsse ich einstecken kann. Aber offensichtlich ein paar mehr als das. Wo ist denn der letzte jetzt? Da hinten. Okay, er ist also der letzte. Denke ich mal. Gut. Okay, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Aber naja. Ich dachte, ich könnte das Nest dann noch plündern. Na, hier hätten wir Pistolenmunition gehabt. Und hier hätten wir eine Lampe gehabt, die wir hätten werfen können wahrscheinlich. Aber wie gesagt, bei mir sieht man grundsätzlich... jemand's unkonventionell machen kann. Was ist denn das hier? Außer ein Laptop. Kann ich den nicht benutzen? Ich hätte den zerschießen können. Bringt denn das was, wenn ich einen Laptop zerschieße? Beschießen Sie alle roten Laptops, um die Informationen des Feinds zu vernichten. Okay. Aber ist das nicht... Das ist ganz schön viel, also... Das ist Pfeilverschwendung. Oh, der ist von da oben runtergefallen. Ein totes Reh. Was auch immer die damit gemacht haben, dass das so aussah, wie es aussah.
Was haben sie denn da hingestellt? Wen soll das darstellen? Kommt man da oben rein? Nee, oder? Nee, das ist auch viel zu hoch. Sind die Laptops jetzt alle hier, oder? Können die ab hier sozusagen sein? Da kommt ein Heli. Ist aber nicht so gut. Drei von zehn. Sind die alle hier? Ja, und da sind wir auch schon wieder am Endscreen von Rise of the Tomb Raider. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen perplex, jetzt auch, wo ich das in der Bearbeitung sozusagen nochmal sehe. Wenn ich wirklich mit etwas am wenigsten gerechnet hätte oder habe, dann, dass Anna, die langjährige Freundin des Vaters von Lara, eine Angehörige des Trinity-Ordens ist, beziehungsweise, wie es den Anschein hat, sogar die Anführerin des neuen Trinity-Ordens. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mich hat das irgendwie voll aus den Socken gehauen. Und ja, wir haben jetzt also einen der Einheimischen wieder getroffen. Ist wahrscheinlich auch der, von dem die ganze Zeit im Funkspruch die Rede war. Ich weiß noch nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Ich hoffe, dass ich da sozusagen nicht wieder mit meiner Naivität indem ich auch in das gute Menschen glaube, auf die Schnauze falle. Naja, wir werden sehen, wohin uns das führt. Und man hat natürlich auch wieder gesehen, wer mich kennt, sollte mittlerweile wissen, dass Sneaky-Aktionen oder Schleichaktionen grundsätzlich im Chaos enden. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie ein Fluch. Jedes Mal, wenn ich mich besonders anstrenge, leise vorzugehen, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Vielleicht sollte ich versuchen, einfach mal laut vorzugehen, dann schaffe ich es vielleicht auch mal zu schleichen. Ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis dahin, ciao. All around.